Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind aktuell auf Route 205 unterwegs. Arbeiten uns jetzt erstmal vor. Oh, guck mal, da geht's schon los. Oh nein, ich wollte gerade noch das Pokémon wechseln, dann dreht der sich. Ob in den Bergen oder der Ebene, ich bin stets zum Wandern bereit. Los geht's. Ich wollte gerne auf unser Wasser-Pokémon wechseln, aber ist okay. Vielleicht haben wir Glück und dann kommt mit dem Zubat am Start, oder? Eieiei, vier Pokémon. Was ist los mit dir? Wanderer Karel. Und er liegt natürlich mit Kleinstein los. Scheiße. Wie doof. Tja, Kampf wäre gut. Boden wäre gut. Und Stahl. Stahl habe ich doch am Start, oder? Ah, nein, auch falsches Pokémon. Scheiße. Tja. Ist jetzt kacke. Komm, wir wechseln. Wir sind gerade hier echt nicht gut aufgestellt. Ich wechsle mal. Komm. Dann. Steinpolitur. So, Initiative ist mir sehr egal. Jetzt haue ich hier erstmal so einen Blubstrahl rein. Das ist sehr effektiv. Kleinstein haben wir schon mal weg. Und Bammeline reicht Level 12. Macholo ein. Macholo ist ein Kampf-Pokémon. Gift wäre da gut. Flug ist da gut. Ja. Dann sind wir noch gut ausgerüstet. Möchtest du den Pokémon wechseln? Ja, ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich mal, weil Flug ja gut ist. Staravia ist zwar nicht unser stärkstes Pokémon, aber einfach mal ein bisschen das Team ein bisschen durch die Gegend mischen, ne? Nicht immer mit dem gleichen Pokémon kämpfen, ist ja auch mal ganz abwechslungsreich. Macholo. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Kleine mein Staravia nicht komplett zerkloppt. So, Flügelschlag. Wunderbar, das hat doch geklappt. Bam, bam. So, was hast du noch auf Lager? Kleinstein ein. Jo, sehr gerne. Da kann ich ja... Was, na, Bammeline hat noch gar keine Wasserattacke. Dann erstmal nicht. Ja, dann bleiben wir erstmal wieder bei Tux, ne? Da. Boah, so ganz gemütlichen Blubstrahl wieder hinterher, ne? Man kennt's. Bidiza. Nö, da kämpfen wir mal weiter. Bidiza ist normal, glaube ich. Und wir haben kein Kampf-Pokémon am Start. Insofern wieder ein Blubstrahl rein und hoffen, ne? Pure Gewalt muss jetzt hier funktionieren. Das war ein erfrischender Kampf. Du gewinnst 616 Poké-Dollar. So, du findest eine Kapsel X-Angriff. Sehr schön. So, es geht hier oben weiter, es geht nach da unten, da ist nochmal Gras. Es wird etwas verwirrend. Ich gehe jetzt erstmal hier oben und gucke, ob das ein... Tipps für Trainer. Die Items in deinem Beutel werden automatisch der richtigen Tasche zugeordnet. Wie praktisch. So ein Beutel ist wirklich ein unerlässlicher Begleiter für jeden Trainer. Hallo. Es liegt ein weiter Weg zwischen Flori und Ewig, genau. Genug Zeit also für einen Kampf. Und du mit Joe, ne? Camper Simon. Kleinstein.
Warum haut ihr hier alle die Stein-Pokémon raus? Wie nervig. Oh, da wechsle ich mal wieder durch, ne? Auf Tux. Kleinstein haben wir weggemeldet, das ist schon mal gut. Und Blubschra geht halt immer, ne? So. Onix erreicht Level 5. Das schleppe ich halt immer noch mit mir rum, ne? Läuft einfach. Pepper Simon wurde besiegt. Ei, oh je, ich habe kein kampffähiges Pokémon mehr. Denk dran, unser Weg ist weit, ne? Zum nächsten Pokémon Center ist gefährlich. Musst du aufpassen, Simon. Mit einem Pokémon an deiner Seite macht Camping einfach immer Spaß. Ich gehe jetzt erstmal oben lang und drehe dann gleich nochmal um. Ausgerechnet hier muss ich mich verlaufen. Wanderer Nathan. Onix, eieiei. Onix wirkt für mich ein bisschen klein, oder? Von der Proportion her, ist das so klein? Wenn ich an den Anime denke damals, da war das doch deutlich größer. Tja, da wechseln wir wieder am besten. Ich glaube, ich wechsle Tux doch mal wieder auf Platz 1. Aktuell ist es halt hier irgendwie immer noch das sinnigste Pokémon meistens. Steinwurf, weil jetzt habe ich deswegen Steinwurf in die Fresse gekriegt, ne? Blubstrahl! Schlabbert er immer rüber. Und noch ein Steinwurf. Zack. Und Onix wurde besiegt. Kiro erreicht Level 18. Und versucht Funkensprung zu lernen. Mal schauen, ob sich das lohnt. Funkensprung, eine Elektroattacke, die das Ziel paralysieren kann. Paralyse ist halt nice, ne? Ersetze mal den Ladevorgang. So, hoffen wir, dass das eine gute Entscheidung war. Erst verliere ich die Orientierung und nun auch noch den Kampf. Tja, kein guter Tag für dich, wa? Fühle dich, Bruder, fühle dich. Ich habe mich immerzu in den Bergen verirrt und ehe ich mich versah, war ich ein Wanderer. Es ist einfach passiert, weißt du? Es ist einfach passiert. Er wollte kein Wanderer werden, aber es geschah. Hallo? Hallo? Hey, beim Kampf kenne ich keine Nachsicht. Und der Monteur. Die Woody war so, uiuiui, Kämpferin Claire. Okay. Ich hau da jetzt mal einen Funkensprung rein, in der Hoffnung, ihn zu paralysieren. Ja, wunderbar. Ah, Energiefokus geht. Uiuiuiui. Bitte entspann dich, ne? Läuft zu Hochtouren auf. Das wollen wir mal direkt eingrenzen hier. Schön nochmal einen Funkensprung hinterher. Wunderbar. Und Bammelin erreicht Level 13. Geht voran. Claire besiegt. Ich gebe mich geschlagen. Du spielst einfach in einer anderen Liga. Dankeschön. Ich fasse das als Lob an meinen trainerischen Fähigkeiten auf. Vielen Dank, jetzt weiß ich, wo ich mit meinem Können stehe.
Du findest eine Sprühdose Schutz. Jetzt mal gucken, wo ich hier bin, ne? Um dich laufe ich rum. Ja, da guckst du, hä? Wer wohnt denn hier? Kann man sich hier heilen lassen, vielleicht? Hallo? Glaubst du, du schaffst es ganz alleine durch den Ewigwald? Ich denke doch. Du siehst müde aus. Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Sehr gerne. Sehr gerne. Du und deine Pokémon sehen wieder richtig erfrischt aus. Sehr schön. Also hier können wir einen kleinen Zwischenslot zum Auffrischen und weiter geht's. Hallo? Ich bin noch unschlüssig. Sollte ich mich ein bisschen amüsieren? Du, gönn dir, ne? Bin immer da, wenn du dich amüsieren willst. Picknickerin Doris. Los, Doris, gib alles. Linfa. Oh, das kommt mir doch vertraut vor. Und ich dachte, ich wäre der Einzige mit einem Plinfa in dieser Welt. Na gut. Da haben wir jetzt ja dann doch mal das richtige Pokémon am Start. Funkensprung. Hack. Wenn das mal kein Amüsement war, weiß ich auch nicht. Und Doris, hat Spaß gemacht? Wie gemein. Hä? Du wolltest doch. Ich. Ne? Hör ganz genau hin. Kannst du die Rufe der Pokémon hören? Ja, im hohen Gras. Das ist ein Luftschacht. Er versorgt die Untergrundhöhle mit frischer Luft. Okay, hier kommt wahrscheinlich nämlich auch die. Du findest einen super Trank. Der ist super. Okay, hier gibt es wieder Beeren. Erstmal die Beeren sammeln. Ja. Oh, wunderbar. Lehmboden ist wieder weich. Noch mehr Beeren am Start. Komm. Wir pflanzen noch gleich neue ein, ne? Ja, sicher. Und zwar die Maronenbeere, die wir nur noch einmal haben. Möchtest du sie gießen? Sowas von. Und hier ist das gleiche. Da nehmen wir doch mal eine Amrena-Beere. Auf dass die Beeren sich vermehren, meine Lieben. Ja? So ist es Brauch. Alter, diese Gießanimation könnte ein bisschen kürzer sein, oder? So. Hallo. Lass mal kämpfen. Ich frage mich, welche Pokémon man in dieser Gegend findet. Ich mich auch, machen wir aber gleich erst, nachdem ich alle Trainer besiegt habe. Dann kann ich in Ruhe noch ein bisschen in dem hohen Gras im Kreis laufen. Picknickerin Sibylle. Ah, guck mal. Wenn du mal wissen willst, wohin du dich entwickelst, so sieht das später mal aus. Oh oh. Von klein, niedlich und fröhlich zu etwas größer und böse. Sieht echt schlecht gelaunt aus, mein guter Kero. Komm, im Biss rein. Ich beiß mich da jetzt durch. Muss jetzt gehen. Silberblick. Bing. Und noch ein Biss, komm schon. Durchgebissen. So, Bidi Fass erreicht Level 16. Schön. Schön. Parchirisu. Tja, dann nehmen wir doch mal Onix. Haben wir noch nie benutzt. Ich habe jetzt mal Bock drauf. Komm. Warum nicht? Los, Onix! Du bist ja auch mal aus deinem Pokéball raus, wa? Wie wär's mit... Ich hab erstmal Bock, Feuer-Odem zu machen, weil der Name so cool klingt. Okay. No, ich bin verliebt. Dann nehmen wir... Ein Steinwurf.
Was macht Katapult? Greift das Ziel mit Steinen und Wurfgeschossen an. Liegende Ziele fallen dabei vom Himmel und landen auf dem Boden. Machen wir erstmal einen Klammergriff, komm. Wir fangen jetzt alles auf, was geht. Angriff sinkt stark, übel. Aber er wird das Unausweichliche nur in die Länge ziehen. Katapult! Alter Mann. Da geht gleich nichts mehr. Mein Angriff wird immer weniger. Es umgarnt mich komplett. Egal. Es wird ihm auch nichts bringen. Es war ein Volltreffer. LOL. Gönn dir. Und der Klammergriff hinterher. Und nochmal Katapult. Kommt noch ein Klammergriff? Kommt noch ein Klammergriff? Komm schon. Jo. Das war's. Beim Klammern gemeuchelt. Tux erreicht Level 20. Staravia erreicht Level 18. Und versucht Notsituationen zu erlernen. Mal gucken. Was macht das denn? Trifft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Ziels sind. Denkt dessen KP auf die Höhe der KP des Anwenders. Wow. Da kannst du mal Doppelteam mit ersetzen, Alter. Und Sibylle wurde besiegt. Was für ein Schock. Wie konnte ich nur verlieren? Was ich über Pokémon weiß? Gute Frage. Es gibt weibliche und männliche und bei manchen ist das Geschlecht unbekannt. Undefiniert. Du findest einen Pokéball. Schön. Hier ist ein bisschen Wasser am Start. Hallo. Ich liebe Pokémon, die süßlich duften. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie immer an ihren Pokémon am Sniffen ist die ganze Zeit. Aroma Lady Eleanor. Eleonora. Knospi. Wir brauchen dringend ein Feuer-Pokémon, Mann. Dringend. Wo bleibt mein Ponita? Biss. Ich muss mich wieder durchbeißen. Das hilft nichts. Wachstum. Biss. Onix erreicht Level 16. Und versucht Fluch zu erlernen. Okay, mal gucken. Was ist das denn? Fluch. Oh, Geist. Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. Na, dann lass mal lieber. Ja. Aroma Lady wurde besiegt. Hast du den herrlichen Duft meines Pokémon bemerkt? Den Geschmack eher. Den herrlichen Geschmack. Ne? Wenn du viele Beeren pflanzt, wird auch dich ein süßer Geruch umgeben. Ist hier unten noch irgendwas? Ah, wir sind immer ganz durch. Alles klar. Meine Lieben! Der Hahn hat gekräht, wir sind wieder am Anfang der Route, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da, Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.